Also, ich bin Martin Gummi. Ja, und ich bin Benny. Und ja, wir werden heute ein bisschen was zu Passwörtern und was es dann noch so an Alternativen gibt erzählen. Und sonst erzählen wir eigentlich eher was über CAZ, aber das machen wir heute mal nicht, weil das machen wir ja sonst. Gut, fangen wir gleich mal an. Titel ist Passwords und Fuzzy Passwords. Was Fuzzy Passwords sind, erzählen wir ein bisschen später. Fangen wir mit so einer einfachen Sache an. Das kennen wir alle, Passwörter. Gibt es überall, brauchen wir für alles Mögliche an verschiedensten Diensten, sei es irgendwie fürs Handy die PIN, sei es für den Bankomat irgendwie die PIN für die tolle Karte, die wir dabei haben und sei es an unserem Computer irgendwie, dass wir uns anmelden können. Beziehungsweise an einen unserer verschiedensten Dienste, die wir nutzen, irgendwie uns gegen den zu authentifizieren. Gut, authentifizieren sind wir gleich beim nächsten Teil. Wozu brauchen wir diese Passwörter eigentlich? Um irgendwie eine Authentifizierung zu machen, eine Autorisierung und um dafür zu sorgen, dass wir so einfach nicht an, dass man so einfach nicht an unsere Daten rankommt. Also fangen wir mit dem ersten Teil an. Da haben wir so einen lustigen Comic von den Machern von XKCD genommen. Warum und was ist eigentlich das Problem bei der Authentifizierung? Der erste Punkt ist, wir müssen sicherstellen, dass der Kommunikationspartner, den wir da haben, dass wir den richtig identifizieren können. So, die Authentifizierung sollte über einen gesicherten Kanal erfolgen. Und die Idee, wie man im Grunde diese Authentifizierung sicher gestaltet, ist, dass man ein gemeinsames Geheimnis verwendet, was man mit dem Dienst, mit dem man gerade kommunizieren will, aushandelt und auf die Weise eine sichere Kommunikation ermöglicht. So, der nächste Teil ist dann die Autorisierung. Wofür ist die eigentlich gut, dass wir letztendlich, ach, wo ist sie denn abgeblieben? Da ist sie hingewandert. Dass wir anhand der Identität, die wir jetzt durch die Authentifizierung ermittelt haben, mal prüfen, was darf der eigentlich jetzt? Also wir müssen die Berechtigungen abprüfen. Das geht häufig in Systemen gruppenbasiert und es gibt da verschiedenste Techniken, wie man das macht. Man arbeitet zum Beispiel mit Black- und Whitelists, wo man prüft, okay, der Benutzer darf auf diesen Dienst zugreifen oder er darf es explizit nicht. Und das wird gerne mit sogenannten Access Control Lists, abgekürzt ACL-Listen, gemacht. Das gibt es zum Beispiel bei VPN-Lösungen oder auch bei Windows-Firmennetzwerken. Was ist ein weiteres Beispiel? Ja, nur so eine Reihenform von den Black- und Whitelists hat man eigentlich auf jedem Linux-System, wenn man da ins Dateisystem reinguckt. Da hat der Benutzer entweder Leserechte auf eine Datei, ist also dafür gewitelistet explizit über seine Gruppe, oder er darf es halt nicht, wenn er da halt nicht auftaucht. Gut, der nächste Teil ist dann die Datensicherheit. Wofür brauchen wir die? Letztendlich erstmal Sicherung gegen unberechtigten Zugriff auf die Daten. Wie machen wir das? Man könnte eine Verschlüsselung nehmen. Und Verschlüsselung basiert letztendlich auf einem Geheimnis. Gut, die schönste Verschlüsselung hilft alles nichts, wie dieser XKCD auch zeigt, wenn der Mensch eigentlich das schwächere Glied der Kette ist und man ihn zum Beispiel mit einem 5-Dollar-Schraubenschlüssel einfach bedroht. Ist meist wirkungsvoller, als irgendwelche große Krypto-Versuche kaputt zu machen. So, ja, Passwörter ist der nächste Teil. Da gibt es auch wieder einen schönen XKCD zu. Das Wichtigste ist an so einem Passwort, wenn ich mir das jetzt ausdenke, sollten Sie im Publikum das nicht einfach erraten können. Weil dann taugt das Passwort schon mal gar nichts. Das Weitere ist, ich kann ein schönes Passwort bauen. Ein Feind hat es immer, das ist das sogenannte Brute Force-Knacken eines Passwortes. Das heißt, man probiert einfach der Reihe nach alles, was es so an Möglichkeiten gibt, durch. Das dauert lange. Aber das funktioniert leider immer. Der zweite Punkt, was man kann ein Satzschema sich nehmen, wie zum Beispiel irgendwelche Sprichwörter, ist genau, das sehr häufig, oder irgendwelche Sätze, die man in Büchern findet. Ja, oder zum Beispiel auch hier so einfach Worte nehmen und die lose hintereinander zu setzen. Die machen für sich alleine, könnte man sie mit einer Wörterbuchattacke
sehr gut angreifen. Aber so in der Kombination ist es eher etwas schwieriger, weil man kann ja nicht wissen, in welcher Reihenfolge diese Worte sind. So, und man könnte jetzt auch so einen Satz nehmen und einfach nur irgendwie den zweiten Buchstaben davon nehmen. Dann macht man aber wieder die Passwörter so kurz und das würde letztendlich für die Entropie unpraktisch sein. Gut, Entropie ist eine ganz wichtige Sache, weil die beste Verschlüsselung funktioniert meistens nur dann gut, wenn wir einen entsprechend guten Zufall haben. Und wir können die schönste Verschlüsselung nehmen, wenn der Zufall davon kaputt ist, beziehungsweise von dem System, auf dem wir die Verschlüsselung machen. Dann ist zwar schön, dass die Verschlüsselung gut ist, aber wenn der Zufall nachvollziehbar ist, wie er aussieht, taugt dir auch nicht wirklich viel. So, bei den Passwörtern, die wir so kompliziert generieren, hat das meiste den Nachteil, die sind einfach schwierig zu merken, jedenfalls für die meisten Leute. Außer man kann einfach mit seinem fotografischen Gedächtnis sagen, okay, da habe ich meine Zahlenfolge, die merke ich mir jetzt. Kann, glaube ich, nicht jeder. Kann das jemand im Publikum? So irgendwie 20 oder 40 Zeichen einfach so varios sich merken? Gut. Keine Freiwilligen. Wie? Haben wir keine Leute mit fotografischem Gedächtnis hier? Schade. Gut. Also, geht nicht. Gut. Was haben wir denn noch? So, die brauchen wir nicht mehr. Ja, Passworte. Gut. Der erste Punkt ist, wir müssen irgendwie sehen, dass wir die Passwörter irgendwie in den Systemen ablegen. Vorzugsweise so, dass man das nicht einfach gleich wieder 1:1 ermitteln kann. Das heißt, wir brauchen irgendwas, was die Passwörter mit einer sogenannten Einwegfunktion in etwas umwandelt, was man dann relativ schwierig einfach zurückrechnen kann. Da bieten sich zum Beispiel so Einweg-Hash-Funktionen an. So, was haben wir denn noch Schönes? Dann, was man immer machen kann, ist, wenn man so ein System hat und dort eine Passwortanmeldung hat und zum Beispiel man einfach sagt, gut, man versucht das jetzt einmal und dann lässt man einfach den Algorithmus bzw. die Implementierung sagen, gut, jetzt warten wir eine Sekunde, bis wir die nächste Passwortanfrage nehmen. Oder meinetwegen auch ein paar Millisekunden. Für uns ist es eigentlich nicht wirklich sichtbar, dass wir jetzt auf den nächsten Login ein klein wenig warten. Für die Brute-Force-Maschinen, die also im Grunde alles durchprobieren, die Bremser war alleine durch so eine Technik schon ganz nett aus, weil die einfach nicht so schnell alles durchprobieren können. Typisch haben wir auch sowas, dass wir bei so einer Bankkarte einfach nur dreimal das Ding falsch eingeben dürfen und dann ist Feierabend. Das gibt es auch so bei hier so Crypto-Sticks zum Beispiel. Die haben auch so Sachen drin, wo man sagt, okay, drei oder fünfmal versuchen und dann will ich nicht mehr. Und entweder gibt es dann irgendwie ein Masterpasswort zum Aufschließen oder man kann das Ding einfach in die Tonne befördern. So, was haben wir noch Schönes? Wir können den Raum von so einem Passwort einfach mit Daten auffüllen. Und was haben wir denn da nochmal? Das ist, glaube ich... Ja, das geht im Prinzip darum, dass wenn man jetzt so ein Passwort ablegt und einfach nur so eine Einweg-Hash-Funktion anwendet, die das dort in irgendwas Kryptisches umwandelt, dann hat man immer das gleiche Passwort, gibt immer wieder auch das gleiche Einweg-Verwurschtelte. Wenn man jetzt aber sagt, okay, ich füge da noch ein bisschen zufällige Daten mit ran, die am Anfang vom Passwort zwar mit abgelegt werden, aber die halt auch in diese Berechnung mit reingehen, dann kommt man dort dazu, dass ein Angreifer jetzt nicht einfach nur das Passwort an sich dort zurückrechnen muss, sondern er muss das Passwort und diesen zusätzlichen zufälligen Teil dort korrekt einmal vorausberechnen. Und damit kann man jetzt auch diese vier Worte, die 44 Bit zum Beispiel nur hatten, so weit aufblasen, dass da plötzlich 100 Bit an möglichen Passwörtern existieren. Und das ist natürlich weit mehr, als man jetzt normal mit Technik durchprobieren kann. Und damit wird es wieder unrentabel. Gut, so, dann haben wir den nächsten Teil. Passwörter speichern ist eigentlich eine ganz schlechte Idee. Aber gut, bei Bergen an Passwörtern habe ich viele Leute schon gesehen, die sie entweder irgendwie in ihren Browsern abgespeichert haben,
was mehr oder weniger schön ist hinsichtlich, wie gut die Implementierung im Browser ist, dass der verhindert, dass nicht irgendeine Webseite an dieses Passwort einfach rankommt. Oder eine Webseite tut, ich heiße jetzt wie eine Webseite, die zum Beispiel dem Browser bekannt ist, wo man ein Passwort so abgespeichert hat. Und man ruft die jetzt, diese nicht echte Seite von dieser Adresse auf, und plötzlich gibt er einfach mal das Passwort automatisch ein und sagt, los, super. Ist das Passwort wieder da gelandet, wo es eigentlich nicht hin sollte? Die nächste Sache, was man machen kann, man könnte seine Passwörter einfach mal in Textdateien oder in Word-Dateien so auf dem Rechner abspeichern. Da liegen sie erstmal nur auf dem Rechner. Es kann einem immer passieren, dass man ungebetenen Besuch auf so einem Rechner hat. Sei es irgendwie einen dieser berühmten Trojaner, die dann wieder erstmal Daten sammeln gehen. Ja, super, dann sind meine Passwörter also beim Trojaner oder bei dem, der die Daten vom Trojaner nachher auswertet. Also unschön. Das heißt, was machen wir? Wir speichern zwar immer noch lokal ab, aber wir verschlüsseln sie. Das kann man entweder irgendwie aufwendig machen oder man sagt, gut, nehmen wir irgendwie ein etabliertes Werkzeug, was so ein Passwortmanager ist, der eine Datenbank hat, in der das Passwort abgespeichert wird und die ganze Datenbank danach einfach verschlüsselt wird. Das heißt, die liegt zwar auf dem Rechner, aber die muss erstmal aufgeschlossen werden, um an die Passwörter ranzukommen. Das kann man dann auch noch, wenn man es ein bisschen sicherer haben will, dass man sagt, die Passwortdatenbank, die braucht einerseits ein Passwort und gleichzeitig meinetwegen einen USB-Stick, auf dem noch ein spezielles Key-File drauf liegt, sozusagen als Zwei-Faktor-Authentifizierung. So, was es dann auch noch gibt, ist, wenn man mit mehreren Leuten auf die gleichen Passwörter zugreifen will, dann gibt es so Netzwerkdienste, die im lokalen Netzwerk funktionieren. Zum Beispiel alle meine Passwörter, wo man einen zentralen Server hat, wo man parallel mit verschiedenen Benutzern auf die gleiche Passwortdatenbank zugreifen kann. Das macht dann Sinn, wenn man zum Beispiel gemeinsam einen Einkauf macht von Elektronikartikeln, man das nicht alleine macht, sondern seine Urlaubsvertretung noch hat oder zwei andere Kollegen, die das ebenfalls tun, und man eigentlich auf so einen Stamm an Webshops alle gemeinsam zugreift und die eben nicht unterstützen, dass es für jeden Benutzer ein eigenes Benutzerkonto darauf gibt. Gut, was man auch noch machen könnte, ist so netzwerktechnisch irgendwo bei seinem Server irgendwo im Internet abzulegen. Die Sache ist nur immer die, gut, normalerweise hat man keinen eigenen Platz im Rechenzentrum, sondern hostet das bei irgendeinem Webhoster bzw. einem Serveranbieter, und der hat ja auch wieder Zugriff auf die Systeme. Das heißt, so datenschutztechnisch ist es auch nicht so schön. So, Cloud ist dann die gleiche Frage. Gut, wenn ich noch nicht mal über dieses System eine Kontrolle habe, dann kann der Anbieter von so einer Cloud eigentlich alles möglich mit meinen Daten machen. Der kann mir viel versprechen, aber kann ich wirklich prüfen, ob er das, was er da verspricht, auch einhält? Relativ schwierig. Gut, was gibt es sonst noch, wenn wir mal keine Passwörter wollen? War ja nicht so schön, könnte man zum Beispiel sogenannte Challenge-Response-Technik verwenden. Das geht zum Beispiel mit einem Public Key, was es beim SSH, also dieser Verbindung mit Servern über so eine sichere Verbindung, bekommt man dann so eine Textoberfläche, wo man dann auf dem Server entsprechend Sachen machen kann. Du willst also für die Leute, die es nicht kennen, das ist diese Nerd-Technik, wenn sie mal nicht an ihrem eigenen Rechner sitzen, sondern dann mal nach Hause telefonieren müssen. Gut, so. Dann die andere Variante, die für die meisten von uns eher interessant sind, ist der Teil Client-Zertifikate. Das funktioniert letztendlich so, ich habe eine Webseite und gebe auf der Webseite. Dort könnte ich mich zum Beispiel auch per Passwort einmelden, aber das will ich ja jetzt nicht, sondern ich nutze ein sogenanntes Client-Zert-Authentifizierungsverfahren. Das funktioniert wie? Ich brauche erstmal eine verschlüsselte Verbindung, also das, was sich HTTPS im Browser nennt. Und als zweites schicke ich passiert bei dieser HTTPS-Verbindung, dass der Browser mir etwas zuschickt, womit ich erstmal prüfe, ist die Webseite eigentlich die, von der ich jetzt ausgehe?
Und im gleichen Zug kann ich jetzt auch dem Webserver ein Zertifikat anbieten, wo drin steht, ich bin jetzt ich und habe dort drin eine E-Mail-Adresse und einen Namen. Und daran kann der erkennen, dass ich der bin, für den ich mich hier ausgebe. Natürlich hat dieses Zertifikat zum Beispiel auch noch eine Seriennummer drin, dass nicht einfach jeder von uns auf E-Mail-Adressen von anderen Leuten Zertifikate ausstellen kann und auch meinetwegen Namen von anderen Leuten reinschreibt, sondern anhand dieser Seriennummer kann man halt genau ermitteln, das ist der, für den er sich da gerade ausgibt. Es gibt da noch mehr zu sagen zum Client-Cert? Ja, die Technik ist im Wesentlichen dort, was protokolltechnisch dahinter liegt, auch mit dem vergleichbar, was dort SSH bei PubKey-Authentisierung macht. Also da ist es genauso, dass der Client halt beweist, dass er wirklich den Schlüssel dazu hat, um im Namen dieses Zertifikats Signaturen zu tätigen. Dann eine weitere Möglichkeit, gut, wenn ich ein Passwort habe, könnte ich das, was ich vorhin erwähnt habe, schon diese Two-Factor-Authentifizierung nutzen. Das wird inzwischen auch immer populärer, dass man zum Beispiel sagt, gut, ich gebe mein Passwort ein und dann nehme ich mein Smartphone und lasse mir darauf zum Beispiel eine SMS zusenden, wo ein zweiter Teil drinsteht, den ich der Webseite dann auch noch mitteilen muss. Oder man hat irgendwelche Hardware, die nach einem bestimmten Verfahren Nummern herstellt, per Knopfdruck und ein Gerät, was im Internet steht oder beim Anbieter, generiert genauso Nummern und die laufen beide synchron. Und wenn die halt verschiedenen, die Nummer, die ich da aus dem Gerät generiert bekomme, gebe ich dann auch wieder als zweite Authentifizierung an. Und wenn diese beiden Nummern halt nicht übereinstimmen, dann lehnt das System einfach erstmal ab. Oder man hat es so, dass das System weiß, okay, das war jetzt zu spät, dass er diese Nummer gegeben hat. Dann muss man es halt nochmal versuchen. Das ist zum Beispiel gerade beim Online-Banking eigentlich genau das Verfahren, was man dort macht. Man kriegt von der Webseite erstmal, dass man sich eh anmelden muss. Das ist die erste Authentisierungsschicht. Und die zweite Schicht ist, wenn man dann versucht, eine Überweisung zu tätigen, dann fragt die Webseite an, bei dem Secoder-Gerät oder diesem netten TAN-Generator, gib mir jetzt mal bitte eine TAN für genau diese Überweisung. Und wenn ich die TAN dann eingebe, übergebe ich genau diesen zweiten Teil dieser Two-Factor-Authentisierung. Also nutzen wir alle schon irgendwo, wenn wir Online-Banking machen. Gut, zum letzten Punkt dieser Krypto-Tokens. Das ist letztendlich, das Zertifikat muss ich ja jetzt irgendwo wieder ablegen. Das kann ich zum Beispiel auch wieder auf der Festplatte von meinem Rechner ablegen. Oder ich kann sagen, gut, eigentlich möchte ich das da jetzt auch nicht drauf haben. Also nehme ich hier so ein Stück Hardware, packen da das Zertifikat drauf oder generieren es im besten Fall einfach auf diesem Gerät. Da ist Technik drin, die auch Schlüsselmaterial herstellen kann. Und sage dann, gut, ich stecke dieses Gerät an, gebe dann eine PIN ein, um dieses Gerät freizuschalten und dann wird mein Schlüssel halt zum Beispiel der Webseite angeboten. Die gibt es auch noch in schöner, so mit Tastatur drauf, dass man die PIN-Eingabe gar nicht am Computer macht, sondern direkt am Gerät selber. Ist, wenn ich mich nicht täusche, auch so ähnlich wie diese Online-Banking-Geräte mit PIN-Pad, oder? Ja, das sind ja diese Class-3-Leser. Genau. Die dienen ja für einen neuen Personalausweis, da gibt es ja auch verschiedene. Ja, da gibt es ja auch leider welche ohne. Gut, so. Gut, was haben wir denn jetzt noch Schönes? Ja, Passwörter. Ja, und ansonsten gibt es halt Fuzzy-Passwörter. Fuzzy-Passwörter sind jetzt im Prinzip, man meldet sich an der Webseite an mit einem Passwort und stellt dann fest, okay, ich habe mich jetzt gerade vertippt, aber eigentlich der Tippfehler, den ich drin habe, der passiert mir so häufig, warum kann die Webseite nicht einfach erkennen, dass ich den schon gemacht habe? Und das ist an sich erstmal nicht so schwierig, weil man jetzt davon ausgeht, die Webseite hat das Klartext-Passwort irgendwo gespeichert, was wir ja vorhin gesagt haben, das wollen wir nicht. Aber wenn sie das angenommen hätte, dann könnte sie hergehen und abgleichen, ist das Passwort, was ich eingegeben habe, so ähnlich wie das, was ich dort hinterlegt habe als mein Passwort. Und interessanterweise geht es sogar recht einfach. Es geht sogar so weit, man kann das Ganze sogar dann noch ausführen, wenn man gar nicht das Klartext-Passwort hat,
sondern mit einer Einwegfunktion verschlüsselt die Daten hinterlegt hat auf dem Server. Und wie das geht, erzähle ich gleich. So, denn ein Problem hat man nämlich, und darauf will ich erstmal kommen, man hat so einen kleinen Sicherheitsverlust an der Stelle. Weil ich habe plötzlich nicht mehr nur ein Passwort, was von der Webseite angenommen wird, sondern ich habe plötzlich ganz viele Passwörter, die angenommen werden. Und die Varianten, die da angenommen werden, die hängen mathematisch irgendwie auch zusammen. Und da ist im Prinzip so das Problem, dass ich eigentlich, wenn ich jetzt diese unscharfe Prüfung machen möchte, ich plötzlich auch etwas längere Passwörter verwenden will. Ich muss also nicht nur 4 Wörter dort aus dem Wörterbuch mir zufällig raussuchen, sondern am besten sollte ich dann eigentlich 5 Wörter verwenden. Aber dafür darf ich mich einmal verschreiben, was ja häufig genug passiert. So. Und jetzt ist natürlich, wie ich gesagt habe, dass man muss natürlich, wenn man jetzt hergeht und die Passwörter dort speichert, auf dem Webserver hat man bei Hash-Funktionen, dass die sehr durcheinander gewürfelt werden. Und die sind auch direkt so ausgelegt, dass wenn ich mich dort nur ein ganz klein wenig verschreibe, also dort ein N und ein M dort vertausche, dass dann schon ein komplett unterschiedlicher Hash-Wert als Ergebnis rauskommt. Und das ist ja nur genau das Problem, was ich bei den Fuzzy-Passwörtern genau nicht haben möchte. Ich möchte, dass wenn ich N und M dort vertausche, dass dann trotzdem ein Hash rauskommt, der ungefähr gleich aussieht. Jetzt könnte man ansetzen und die Hash-Funktion umbauen. Es gibt aber auch noch einen anderen Weg. Und der geht darüber, dass man so eine Technik einsetzt, die man eigentlich schon aus dem CD-Spieler kennt. Weil jeder kennt es, CD ist irgendwo zerkratzt, aber die wird trotzdem noch abgespielt. Und was dort passiert ist, der CD-Player geht her, liest dort den Sektor aus, stellt fest, da ist irgendwo ein Fehler drin und korrigiert den Fehler dort automatisch. Und genau das Gleiche kann man auch bei Passwort-Hashes machen. Wenn man dort hergeht und in dem Passwort-Hash noch ein bisschen Informationen ergänzt. So. Ferner ist bei der Realisierung von so einem System natürlich auch klar, ich möchte natürlich einem Angreifer, wenn ich schon das System dort aufweiche, auch das Knacken trotzdem möglichst komplex halten. Sprich so, dass er keinen Brute-Force-Angriff so ohne weiteres machen kann. Und jetzt kann man, wie Martin das vorhin erzählt hat, dahergehen und einfach eine halbe Sekunde warten, bevor man sagt, ist in Ordnung oder nicht in Ordnung. Aber das kann ein Angreifer relativ einfach umgehen, indem er es einfach sich selber implementiert. Was man aber machen kann, ist, man erhöht einfach die Komplexität dort, sodass die Prüfung von so einem Passwort einfach von sich aus schon länger dauert, weil deutlich mehr gerechnet werden muss. Und das kann man relativ einfach über die verwendete Hash-Funktion dort machen. Dass man also nicht 3-mal das Passwort durcheinander würfelt, sondern 30-mal. Und schon dauert das Rechnen dort länger, bevor man das raus hat, ob jetzt die Eingabe vom Passwort gestimmt hat oder nicht. So, und dann hatten wir vorhin ja auch erwähnt, in einem Passwort möchte ja man auch das Vorberechnen von solchen Prüfwerten möglichst erschweren. Und auch hier gibt es im Prinzip den Ansatz, den man auch schon bei den normalen Passwörtern haben kann, dass man einfach so einen zufälligen Datenwert noch ergänzt, der in die Berechnung von dem Prüfwert mit eingeht, sogenannter SALT. Und wenn man den mit aufnimmt, dann ist auch die Prüfung wieder komplex genug, weil man hat jetzt plötzlich abhängig vom SALT ganz viele mögliche Hash-Werte für das Fuzzy-Passwort und hat trotzdem nur den einen bestimmten Teilraum, was man da eingeben kann, also Hallo oder Hello. Und nur für die beiden ist das Fuzzy-Passwort dann zum Beispiel gültig. So. Also, was brauchen wir? Wir brauchen einen SALT, hatten wir ja gerade erwähnt.
dann brauchen wir irgendwas, womit wir diese Verwürfelung machen. In der Implementierung, wo ich das auch mal getestet habe, habe ich jetzt SHA-256 verwendet. Das ist eine relativ aktuelle Hash-Funktion, die auch wirklich auf Zufälligkeit ausgelegt ist und derzeit noch als sicher gilt. Wie das sich weiterentwickelt, muss man mit schauen, aber sollte sicherlich noch ein paar Jährchen halten. So, dann hat man so einen Zahlenraum jetzt angegeben und das hängt mit dieser Fehlerkorrektur zusammen. Auf der CD wird ein Verfahren eingesetzt, das nennt sich Reed Solomon. Das ist ein sogenannter Korrekturcode, der damit arbeitet, dass in einem etwas anderen Zahlenraum, der nicht den natürlichen Zahlen entspricht, sondern als Rest zu einer Zahl, die vorgegeben ist, in dem Fall hier 2 hoch n, da gelten ein paar andere Rechengesetze, die es einem ermöglichen, dort Funktionsgleichungen aufzustellen. Und wenn man so eine Funktion sich zufällig generiert und darüber die Nullstellen dieser Funktion berechnet, dann kann man auch, wenn da irgendwo 2, 3 Faktoren dieser Funktion falsch sind, man aber die Nullstellen kennt, wieder auf die korrekten Faktoren schließen. Und das wird dort auf der CD ausgenutzt. Wenn also ein Kratzer so 2, 3 Stellen in dem Datenblock zerstört, dann kann über die bekannten Nullstellen, die zusätzlich mit gespeichert werden, halt zurückgeschlossen werden, wie an der Stelle, wo der Kratzer war, dort die eigentlichen Daten hätten sein müssen. So. Und dann wollten wir ja noch ein bisschen dafür sorgen, dass die Verifikation möglichst komplex ist. Das ist zum einen halt dadurch machbar, dass man guckt, man rechnet die Hash-Funktion halt mehrfach aus, aber man kann auch hergehen, dass man die Daten erstmal durcheinander mischt, bevor man sie dort einträgt und da die Fehlerkorrektur drauf ermittelt, sodass ein Angreifer für jeden Verifikationsvorgang, den er für ein Passwort machen möchte, erst einmal Rechenaufwand hat, bevor er überhaupt die eigentliche Prüfung beginnen kann. So, und als letztes müssen wir natürlich noch, wenn wir die ganzen Vorbereitungen gemacht haben, uns einigen, wie wir die Fehlerkorrektur auf den Daten anwenden. So. Bei der Fehlerkorrektur haben wir, wie ich jetzt schon erwähnt hatte, diesen Zahlenraum. GF steht hier an der Stelle für Galois-Felder. Das sind halt wie die natürlichen Zahlen, nur dass man nur die Zahlen von 0 bis zu einer Obergrenze n hat. Und wenn man dort 2 Zahlen addiert und das Ergebnis wird größer als dieses n, dann fängt man halt wieder von 0 an. Also sogenanntes Modulo. Und wenn man jetzt hat Modulo 8 und man hat die Zahlen 5 und 7 und möchte die addieren, kommt Modulo 8 halt 12, was gleich der Zahl 4 entspricht. Relativ straightforward. Und man kann auch alle anderen Rechenoperationen dort in diesem Zahlenbereich definieren. Man kann also auch multiplizieren. 5 mal 7 kann man ausrechnen, das sind 35. Modulo 8 sind 32 plus 3, okay, sind 3. So, haben wir also dort uns geeinigt, Fehlerkorrektur. Nun braucht das Reed Solomon für dieses Galois-Feld auch noch ein entsprechendes Generatorpolynom. Das hängt aber damit zusammen, wie Funktionen dann berechnet werden in dem Galois-Feld. Gehe ich jetzt hier an der Stelle nicht weiter drauf ein. Da kann man einen ganzen eigenen Vortrag mitmachen. Aber wir nehmen einfach mal an, wir haben jetzt dann auch noch so ein Generatorpolynom dort gefunden. Und wenn wir das haben, dann gucken wir uns an, was haben wir für die Verifikation, was wir an Parametern dort setzen können, damit die ausreichend komplex ist, damit jetzt die NSA ein bisschen rechnen muss. Und da haben wir jetzt die Möglichkeit, erstmal, wir müssen einen Zufallszahlengenerator irgendwo initialisieren, der halt für die Permutationen, also für die ganzen Vertauschungen
verwendet wird. Und wir müssen uns einigen, wie häufig wollen wir denn dort diese Hash-Funktion anwenden, damit es möglichst lange gerechnet werden muss, bevor ein Ergebnis feststeht, ob das Ganze jetzt nur das richtige oder das falsche Passwort war. Typischerweise nimmt man dort eine Funktion, die nennt sich PBKDF, Password-Based Key Derivation Function. Die wird auch in der Kryptographie dort eingesetzt, wenn man dort bei TrueCrypt zum Beispiel sein Passwort eingibt. Dann tun die auch nicht das Klartext-Passwort dort nehmen, um die Daten zu verschlüsseln, sondern die tun auch Zufallsdaten erzeugen, basierend halt auf so einem Hash-Verfahren, was iterativ angewendet wird. 10.000, 20.000 Mal. Solange, dass es halt für jemanden, der das knacken möchte, möglichst viel Rechenaufwand ist, bevor er wirklich weiß, ob er jetzt den richtigen Schlüssel gefunden hat oder nicht. So. Und dann braucht man natürlich noch ein bisschen Saltwert, was einfach beliebige Zufallsdaten sein können. So, jetzt haben wir das Ganze gefunden. Und jetzt fangen wir an. Wir hashen das Passwort. Und zwar, indem wir den Salt hernehmen und hinten dran zum Beispiel das Passwort ergänzen. Damit haben wir erreicht, dass da ein Angreifer jedes Mal, wenn er ein anderes Passwort haben möchte, dort erst den Salt hashen muss, dann das Passwort. Und wenn man es ganz weit treiben möchte, setzt man dort auch nochmal den Salt hinten dran, so dass er auch im Prinzip nicht mit einem vorberechneten Kontext anfangen kann. Also sprich, jedes Mal die gesamte Berechnung dort machen muss. Dann ferner möchte man auch für die Fehlerprüfung nicht immer dort konstant das Passwort in seinem Datenvektor stehen haben, weil dann kann man, wenn zwei ähnliche Passwörter sind, dort aus den ermittelten Funktionen sicherlich auch irgendwelche Abhängigkeiten ermitteln. Also möchte man dort hergehen und zufällig die Daten in ihrer Reihenfolge ändern, aber so, dass es nachvollziehbar ist, in welcher Reihenfolge das geschieht. Wenn man das nämlich dann macht, dann muss man auch für jeden Salt dort ein anderes Passwort, im Prinzip fehlerkorrigiert, übergeben und hat entsprechend auch wieder das entsprechende Prüfung immer abhängig ist von den gesamten Eingabedaten, die in das Verfahren mit eingehen. So, jetzt haben wir natürlich unseren Hashwert, wir haben auch unsere Eingabe für die Fehlerkorrektur. Jetzt müssen wir die Fehlerkorrektur berechnen. Da ist natürlich zum einen, wir müssen das Passwort hashen, also hier permutieren. Aber wir wollen natürlich auch, dass ein Angreifer jetzt von außen erstmal nicht ohne weiteres sehen kann, wie lang ist denn unser Passwort, was wir da drin abgelegt haben. Weil die Fehlerkorrektur geht immer auf Datenblöcke fester Größe. Und wenn ich jetzt habe, einen Datenblock 256 Byte, niemand hat so ein langes Passwort. Also möchte man auch dem Angreifer nicht gleich auf dem Teller dort servieren, das Passwort ist nur 8 Zeichen lang. Also tut man noch zufällig irgendwo Daten ranstreuen. Man kann entsprechend durch eine kleine Markierung im Datenblock halt durchaus noch bekannt geben für jemanden, der das prüft, dass an der Stelle jetzt das Passwort normal zu Ende sein muss, sodass man zum Beispiel Fehleingaben bei der Fehlerkorrektur erkennen kann. So, und das Dritte ist jetzt, wenn wir dort so einen Datenvektor haben, dann schmeißen wir erstmal den Teil, den wir Fehler korrigieren wollen, weg und haben nur hinten noch ein bisschen Zusatzdaten, die wir berechnen können, noch übrig. Und diese in Zusammenarbeit mit dem Hash von dem Passwort, den wir vorhin gerade ermittelt haben, den speichern wir ab und melden aber auch jemanden, der das prüfen will, mit welchen Eingabedaten wir das Ganze jetzt verknüpft haben, damit derjenige weiß, wenn er das prüfen möchte,
zum Beispiel welche Initialisierung er für einen Zufallszahlengenerator nehmen muss und in welchem Zahlenraum er dort rechnen muss und wie auch die ganzen anderen Parameter sind und am wichtigsten auch, welche Hash-Funktion muss er überhaupt nutzen beim wiederholten Hashen. So, und wenn ich das Passwort jetzt prüfen will, zeige ich auch gleich, wie sowas aussieht, dann lese ich mir im Prinzip genau das, was ich im letzten Schritt beim Speichern von so einem Passwort-Hash mir abgelegt habe, dort aus, zerlege mir das in seine Einzelfelder und initialisiere meine Daten genauso, wie das auch im Original dort der Fall war. Also sprich, ich tue wieder den Zahlenraum aufbauen, ich initialisiere meinen Zufallsgenerator, ich berechne auch den Salt, den ich dort mit brauche fürs Hashen und basierend auf der Angabe kann ich dann jetzt auch wieder das Benutzerpasswort hernehmen, tue das genauso vermischen, wie ich das auch schon bei der Ersteingabe gemacht habe, wo ich den Passwort-Hash erzeugt habe und bilde auch wieder das gleiche Padding. Und sage jetzt einmal, okay, das ist jetzt das mögliche Nutzerpasswort. Ich tue das einfach annehmen, als ob es stimmen würde. Und ergänze neben dem Eingabedatenblock, den ich gerade gebaut habe, die original berechneten Zusatzinformationen für die Fehlerkorrektur. Und tue aus dem gesamten Block berechnen, wo sind jetzt die Eingabefehler, also wo hat der Nutzer sich vertippt. Und erhalte dann erstens die Stellen, wo er sich vertippt hat. Und zweitens, was da eigentlich als Buchstabe stehen müsste. Jetzt könnte man sagen, ja okay, da kann man doch das Passwort eigentlich zurückberechnen. Das geht, ja, allerdings nur, wenn man als Angreifer sowieso das Passwort schon fast richtig geraten hat. Weil es gibt dort eine sogenannte Schranke, und zwar die Hamming-Distanz. Weil ich kann nur dann ein Passwort richtig wieder zuordnen, solange ich nicht zu sehr abweiche, weil diese Fehlerkorrekturcodes können nur dann das richtige Passwort erraten oder wieder ermitteln, wenn man nicht zu sehr von dem eigentlichen Wert, der kodiert ist, über diese Fehlerstellen, nämlich diesen Datenwert, den ich zusätzlich weggespeichert habe. Und habe damit halt auch die Begrenzung, wie viel Daten maximal dort ermittelt werden können von einem Angreifer. Sobald er irgendwas Falsches eingibt, was weiter weg ist, also sprich Hallo, Hallo Welt, zum Beispiel mit 5 L's statt mit 3 geschrieben, dann kriege ich halt was komplett anderes raus und kriege auch insgesamt dort aus der Fehlerkorrektur nichts Sinnvolles. Weil ich weiß zu dem Zeitpunkt noch nicht, ob Hallo Welt mit 5 L geschrieben dort, wenn es korrigiert wurde zu irgendwas komplett Falschem, dann nicht doch mit dem Hash zusammenhängen kann, den ich im dritten Schritt nämlich noch prüfen muss. Ich weiß also nach der Fehlerkorrektur noch lange nicht, ob das Passwort richtig ist, sondern erst, wenn ich die gesamte Kette dort abgearbeitet habe. So. Und in der Testimplementierung hatte ich das dort mal auch so hergenommen, dass ich gesagt habe, na okay, einen Vertipper möchte ich eigentlich dem Nutzer durchaus erlauben. Und da die Hamming-Distanz jetzt sagt, ich muss allerdings dann für einen Vertipper mindestens 2 Fehlerstellen zulassen, plus noch ein bisschen extra Distanz, weil sonst kann ich nicht zuordnen, ob das nur ein Vertipper war und wenn ja, in welche Richtung. So, dass ich dort im Prinzip relativ gut über die Größe der Information sagen kann, wie viel ist da zugelassen. So. Und jetzt ist so das Problem, wenn ich eine Auslassung habe, dann verschiebt sich ja im Passwort das Gesamt. Und Reed Solomon ist an der Stelle relativ schlecht, weil jede Stelle, die nicht mit dem Original übereinstimmt, ist eine separate Fehlerstelle. Und wenn ich jetzt bei Hallo Welt in dem Hallo das zweite L weglasse, dann ist ab dem O im Prinzip alles als Fehler erkannt.
weil danach gibt es keine Stellen, die durch Verschiebung wieder übereinander liegen. Und damit ist im Prinzip die gesamte zweite Hälfte vom Passwort falsch. Also man kann an der Stelle zum Beispiel nur Vertipper, wo ich jetzt M und N vertauscht habe, wirklich gut korrigieren. Hilft aber auch wieder, dass ein Angreifer nicht wahllos irgendwo Sachen testen kann. So, Problem ist aber trotzdem, die Bösen sind da ein bisschen im Vorteil, weil die können einfach festlegen, die zweite Stelle ist jetzt im Passwort falsch und müssen damit aus diesen Fehlerkorrekturinformationen nicht erst ermitteln, wo, an welcher Stelle das falsch ist und können damit mit der gleichen Fehlerkorrekturinformation plötzlich die doppelte Anzahl an Zeichen korrigieren. Die können also, wenn sie wissen, an der fünften Stelle ist es, haben sie jetzt das O durch ein U ersetzt, da können die im Prinzip gleichzeitig auch noch irgendeinen anderen Buchstaben austauschen, weil sie wissen, wo die Buchstaben falsch sind. Und das ist mathematisch dort an der Stelle auch so, dass sie genug Freiheitsgrade damit abdecken, wenn sie die Positionen kennen. Heißt also, sollte man aufpassen, aus einem 8-Buchstaben langen Passwort, wo ich einen Vertipper korrigieren kann, wird plötzlich nur noch ein 6-Buchstaben langes Passwort, was ein Angreifer knacken müsste. So, und jetzt haben wir relativ lange erklärt, wie so die Passwörter funktionieren. Wie sehen die Teile jetzt eigentlich aus? So. Ich weiß nicht, wer hat Webserver schon mal konfiguriert? Und zwar kennt man da nämlich dieses Datenformat auch so schon mal, weil auf einem Webserver, da gibt es das sogenannte APA1-Format, was Apache nutzt. Und das ist in sogenannten Feldern aufgeteilt. Und es gibt noch eine Reihe anderer Passwort-Hashes, die auch bei LDAP und zahlreichen anderen Produkten verwendet werden, wo halt durch Felder abgetrennt erstmal angesagt wird, was habe ich hier für ein Format. Ich habe mir hier mal die Formatbezeichnung Fuzzy einfach genommen und hinter der Formatkennzeichnung schreibe ich einfach mal den Salt weg. Das sind hier 12 Byte. Dann steht da drin, dass ich ein galoes Feld nehme, also GF, ist hier auch nochmal markiert. Und dann ein paar Parameter, die halt bestimmen, welches galoes Feld ich nehme, weil da gibt es zahlreiche. Und ich sage an, dass ich ein 8-Bit-Feld dort hernehme, also sprich 256 verschiedene Varianten. Das passt zufälligerweise genau auf Byte-Ebene, also sprich, ich korrigiere hier im Passwort einzelne Bytes. Kann man aber auch anders setzen, zum Beispiel wenn man nur Buchstaben, Zahlen korrigieren möchte und auch nur das im Nutzer zulassen will, kann man natürlich auch dieses Feld exakt auf 6-Bit begrenzen. Dann kann man halt nur Zahlen und Buchstaben dort unterbringen und hat aber dafür eine etwas kompaktere Darstellung. So, und am Ende von der Zeile ist jetzt markiert, nutze ich SHA-1. Wie gesagt, das ist halt auswählbar. Ich muss es halt nur mit Benutzer mitteilen, der das überprüfen möchte, welches Verfahren dort verwendet wurde. So, und jetzt ist interessant, es steht über dem Passwort jedes Mal drüber, was wurde eingegeben. Die oberste Zeile ist das, was beim Generieren vom Passwort erzeugt wird. Also sprich, wenn ich blank mein Passwort irgendwo setze, dann kann es passieren, dass der Server genau die oberste Zeile ausrechnet. So, und die oberste Zeile ist das, was ich auch wegspeichere. Also dieses $fuzzy, DC, irgendwas. Und die unteren Zeilen ist das, was passiert, wenn ich dort irgendwo Tippfehler drin habe. Man sieht, erste Zeile ist ein Tippfehler drin, nämlich da steht ein A statt ein E. Und da sieht er, er berechnet trotzdem irgendwie den gleichen Hash. Und zwar intern hat er ja die Info bekommen, das hier ist die Fehlerkorrektur, das ist die ganz letzte Gruppe, dieses RMGS und so weiter. Und anhand der hat er schon mal das Passwort, bevor er das dann wirklich gehasht hat, soweit korrigiert, dass er das Kandidatenpasswort, wie es eigentlich richtig ist, dort Hello World halt rausgekriegt hat. So, und dadurch hat er natürlich schon, dass er auf das gleiche Passwort
die Hash-Funktion angewendet hat und kriegt damit natürlich auch in der ersten Gruppe der zweiten Zeile auch wieder UWLFJ irgendwas raus. Und wir sehen, es kommt, obwohl wir das andere Passwort eingegeben haben, kriegen wir den gleichen Hashwert raus. Nutzer ist authentisiert. Klappt also. Das können wir jetzt auch nochmal mit zwei Tippfehlern machen. Wir tauschen einfach mal die O's gegen Nullen aus. Ist auch relativ üblich. Und auch da sehen wir wieder, dass in der zweiten Zeile das Gleiche steht. Hängt jetzt damit zusammen, man kann ja nicht nur ein Zeichen korrigieren. Bei den Beispielen ist es jetzt gemacht, dass bis zu zwei Fehler korrigierbar sind. Dementsprechend konnte natürlich auch die zwei O's, die da falsch sind, durchaus noch problemlos korrigieren. Interessant wird jetzt allerdings der dritte Teil. Da haben wir jetzt Auslassungen, zusätzliche Zeichen. Und da sehen wir, da sieht der Hash, den er dort berechnet, plötzlich ganz anders aus. So, und das ist halt die Sache, er kann, dadurch, dass es jetzt zu weit abgewichen hat vom Originalpasswort, konnte die Fehlerkorrektur das nicht mehr abfangen. Und er hat dann irgendwelchen Datenmüll dort intern als Zwischenschritt gehabt und hat halt daraus das Passwort berechnet und stellt halt fest, okay, passt nicht. Ja, und siehe da, wenn wir zu weit abweichen vom Passwort, werden wir halt abgelehnt. Schade war's. Ja, das war's auch soweit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen, die beantwortet werden möchten? Ups. Höchstens auf die Gefahr hin, jetzt noch technischer zu werden. Ist es wirklich Modulo-Rechnung oder sind diese Galois-Felder, sind das nicht die Körper von der Ordnung 2 hoch n? Das ist nicht ganz Modulo-Rechnung, aber du hast auf einem endlichen Feld die Galois-Felder. Also es ist irgendwie Polynomring durch reduzibles Polynom. Ja. Okay, gut. Danke. Ja, gut. Noch weitere Fragen? Für die fragenden Gesichter, Galois-Felder ist Studium so erste, zweite Semester, wenn man Informatik oder Mathe macht. Gut, dann keine Fragen mehr. Dann vielen Dank und schönen Abend noch.